Oh, und hier das End-One durch André Hopp. Zwei Punkte in der Zone, dann ist das Foul, jetzt ein Freiwurf. Und wir haben ein bisschen Zeit, über die Mannschaft einzugehen. Es hat sich sowohl bei München als auch bei Bayreuth ein bisschen was getan im Sommer. Wir haben bei Bayreuth mit Svenja Meier und André Hopp zwei Spieler, die aus der ersten Bundesliga aus Wiesbaden zum RSV gewechselt sind. Und das ist auf jeden Fall eine Verstärkung, sowohl von Erfahrung als auch vom Spielerischen. Bringt es noch mal mehr Power aufs Feld. Und das sieht man auch hier in den Anfangsminuten gleich. Und auch bei München hat sich einiges getan. Basti Kolb und Lukas Glossner, die letzten Jahre für München gespielt haben, sind beide nach Spanien gewechselt. Und somit hat man sich jetzt mit Jochen Oswald, der heute leider krankheitsbedingt nicht mitspielen kann, und Serchan Ismail auf den kleinen Positionen verstärkt. Ebenfalls haben wir Dominik Lange, der mit dabei ist und wieder zurück aus einer längeren Verletzungspause ist Urs Rechtsteiner.
euch anstrengend, aber wir machen dann eine schöne Halbzeitshow mit euch beiden da oben. Natürlich reiner Zufall. Guck mal, der Papa, der freut sich ganz toll, dass die Kleinen uns auf die Halle kommen dürfen. Und dann versuchen wir mal, dann dürft ihr einen Shootout gegeneinander machen. Machen wir mal einen Freiwurf, machen wir mal unten am Kreis. Mal gucken, vielleicht schafft ihr ja auch einen Dreier. Ich schaff keinen Dreier. Ich schaff nicht mal einen Freiwurf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber probiert es, dann spielt es. Ist eine riesen Kauri. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch immer gerne machen. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die ihr uns geben könnt. Die Schiedsrichter möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Der Crew-Chief Robert Lösinger und Muharrem Alkes und Alex Kleri. Vielen Dank an Schiedsrichter gespannt. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt Tipka. Unten durchgetaucht, zwei. Schade, aber eine gute Sequenz hier offensiv. Die nächste Auszeit. München nimmt sie diesmal. 51 Sekunden auf der Uhr. Zeit
Bayreuth mit der nächsten offensiven Möglichkeit. Ball läuft über Svenja. Und hier stimmt wahrscheinlich irgendwas mit der Uhr nicht. Da wird nochmal nachkorrigiert. 46,5 jetzt auf der Uhr. 18 Sekunden für den Angriff. So, wieder über Svenja, jetzt linke Seite. Diesmal wieder die Strong Side mit Haupt und Schünemann auf links. Wird hoch raus verteidigt. Hier sogar 3 gegen 2 Seite. Angriff über die Mitte. Abschluss von Svenja. Passt nicht und Rebound von Tim. 30 Sekunden für den Angriff. Kann man ausspielen, werden sie auch ausspielen. Vogel sagt, macht das Spiel langsam. Ball läuft gut, links, rechts. Wieder Vogel jetzt mit der Möglichkeit, wird rausgepickt. Gute Wurfposition. Vielleicht, nein, kein Offensivrebound. Und jetzt der letzte Angriff der ersten Halbzeit für Bayreuth. 5 Sekunden auf der Uhr, da wird es hochgepickt. Hopp hat nochmal die Möglichkeit. Und zum Buzzer der Abschluss von Gilch für die nächsten 2 Punkte und die 3-Punkte-Führung in der Halbzeit. Ja, Bayreuth macht es gut am Ende, spielt es nochmal komplett aus, die 5 Sekunden. Und somit sind es 3 Punkte Unterschied, aber da ist noch alles drin. So. 15 Minuten Pause, dann sind wir wieder da.
Achso, die wollen nicht im Training sein. Thank you.
So, weiter geht's. So, München mit dem Ball wieder über Laura. 30-33 steht's. Swing auf Vogel, wieder über die Mitte. Und der Defensiv-Rebound von Gilch. So, Sali Sakak jetzt das erste Mal auf dem Feld. Wir schauen uns mal kurz die Aufstellung von Bayreuth an, da hat sich nichts verändert. Flo Mach ist auch wieder auf dem Feld. Mit Robel, Sercan und Laura. Nächster Ballverlust. Ja, es geht ein bisschen nervös an, die zweite Hälfte. Noch keine Punkte hier. Und Überzahlsituation für Bayreuth. 5-4 Gilch mit dem Ball. Wieder da, wieder eine 5-5-Situation. Ball auf der rechten Seite über Schünemann, da kommt der weite Swingpass, die Mitte komplett offen. Und Svenja Meier mit dem Layup, der nicht drin ist, aber faul. Zwei Freiwürfe. Wieder der Offensiv-Rebound bei Freiwurf und immer noch Bayreuth im Ballbesitz. Schienemann von der rechten Seite, Mitteldistanzwurf. Mal schon ein bisschen weiter weg als Mitteldistanz. Die nächsten zwei Punkte für Bayreuth, 30-35 und München mit der nächsten Offense. Zwei Punkte für Bayreuth. Svenja Meier jetzt über die Mitte. Da hat sie viel Platz.
Meistens wird die Seite mit André und Gesche doppelt verteidigt, beziehungsweise mit einem dritten. Und dann fehlt oft auf der Mitte einer. Das kann man... Sercan mit dem Layup und dem Foul, dass er bekommt. 3-Punkt-Möglichkeit hier. Ganz starker Abschluss. Freiwurf nicht drin, Rebound bei Hopp, wieder Ballvertrag über Svenja. Und der nächste erfolgreiche Wurf für Bayreuth, für Gesche. Kurz mit der Möglichkeit, das nächste and one. Ball übers Brett. 2 Punkte und wieder die Möglichkeit, hier ein 3-Punkte-Spiel draus zu machen. Steht 34, 39 für Bayreuth. Und Flo jetzt mit dem Freiwurf. Und auch der ist drin. 3-Punkte-Spiel geglückt. 4-Punkt-Differenz. Selbes Spiel, Ball läuft über die rechte Seite, wieder die Strong Side. Svenja rutscht über die Mitte durch, hier der Layup, der Ball fällt nochmal raus. Und somit Möglichkeit für die Münchner, hier weiter nachzuziehen. Ball über die Mitte. Ein kurzes 5 gegen 4, das hat sich jetzt erledigt. Laura mit dem Abschluss über die Mitte, der ist ein bisschen zu kurz. Und hier bekommt Bayreuth den Foulpfiff. Einwurf an der Baseline. Diesmal das ist Sebastian Gilch in der Zone mit den nächsten 2 einfachen Punkten, muss man sagen, unterm Korb. Und die Offense rollt über Flo, rechte Seite. Nochmal der Swing auf Robel, der hier schon ein bisschen im Mismatch steht, dreht sich nochmal um. Eigentlich noch eine gute Möglichkeit, wird ein bisschen nach hinten gedriftet, aber macht die trotzdem. Die nächsten 2 Punkte, 37 zu 41. Immer noch für Bayreuth. Und wieder dasselbe Spiel. Rechte Seite. Schünemann nimmt sich den Dreier. Der war zu kurz. Flomar mit dem Ballvortrag über die Mitte macht das Spiel schnell. Linke Seite wird attackiert bis in die Zone rein. Robel mit einer guten Möglichkeit von außen und macht die nächsten 2 Punkte. Ja, München holt auf. Jetzt nur noch 2 Rückstand. Und Bayreuth muss sich jetzt was einfallen lassen. Kommt der Ball wieder auf die rechte Seite. Schünemann mit der nächsten Möglichkeit. Und wieder derselbe Spot. Und auf dem Spot trifft sie fast alles. Kilsch wird rausgepickt. Und kurzes 5 gegen 4. Aber schon wieder vorbei. Jetzt Flo die Möglichkeit in der Zone, dreht nochmal raus. Immer noch die Möglichkeit, rechte Seite wird attackiert mit Ball unterm Korb. 2 einfache Punkte, gut durchgekämpft. Und guter Abschluss. Spielerwechsel! Die
So, Spielerwechsel bei den Iguanas. Jetzt kommt Dominik Lange für Sercan Ismail. Füllt mit der Möglichkeit. Er ist ein bisschen zu kurz. Defensiv Rebound gleich von Langer. Mit dem Ballvertrag, Ball läuft über Flo, über Fürst, linke Seite. Er wird nochmal durchgekreuzt. Robel ist anspielbar, wird auch hoch attackiert von Gesche. Hier nochmal die Drehung von Flo, wieder auf Robel. Gute Abschlussmöglichkeit, der ist ein bisschen zu kurz. Gesche hat wieder ihren Spot und wieder die zwei Punkte. Das geht dann ein bisschen zu einfach auf der Seite. Es ist fast bei jedem Angriff dasselbe Spiel. Ball wandert irgendwann auf die rechte Seite und da ist die Möglichkeit immer gegeben. Jetzt Wrongside für den Münchner mit Mach und Robel auf einer Seite. Gute Screen-Position. Und die nächsten zwei Punkte jetzt hier auch für Robel. Ja, jetzt wird es ein bisschen Shootout. Teamfoul-Situation. Laura hier zwei Möglichkeiten, die Münchner gleichzustellen. Der erste ein bisschen zu kurz. Und auch der zweite hier, die Offensivmöglichkeit, und Flo hat den. Legt nochmal ab auf Laura und dann der einfache Layup. Ja, so einfach geht's. Ausgleich 45-45. Noch 2:15 auf der Uhr. Und wieder läuft der Ball über Svenja auf Schaffer, linke Seite. Kurz über André, wieder zurück. Jetzt ein Mismatch-Möglichkeit. Nimmt sich den Wurf. Der ist ein bisschen zu lang. Flo mit dem Defensiv-Rebound. Bringt hier wieder Geschwindigkeit rein. Schnell ins Vorfeld. Attackiert die Zone direkt. Kein Foulpfiff, aber die Möglichkeit für die einfachen zwei Punkte für Sali. Aber gefährliche Situation, gefährliches Spiel hier. Deshalb Einwurf München. So, 13 Sekunden. Robel nimmt sich den Dreier. Oh, der fällt wieder raus. Schade, Gesche mit dem Rebound. Weiter Pass nach vorne, Flo geht dazwischen. Und der direkte Fastbreak für die Münchner. Hartes Foul. Thank you.
Wir haben immer noch Teamfouls. Deshalb zwei Würfe, zwei Möglichkeiten für Robel. Der erste ist drin. Und auch der zweite fällt. So, zwei vor für München, wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Können natürlich auch auswärts mitfahren, aber. Wir schauen mal kurz. So, schauen wir mal kurz auf den Boxscore. Wie schaut's denn aus? Gabriel Robel, ganz starkes Viertel, mittlerweile mit 15 Punkten. Tim mit 10 und dann kommt Flo mit 8. Bei den Bayreuthern Gesche
mit 19, Hopp mit 16 und dann Gilsch mit 8. Ja, aber ein bisschen, dritte, vierte, ein bisschen geprägt von dem Shootout zwischen Robel und Schünemann. Und es geht gleich weiter auf der rechten Seite. Wieder Strongside, Hopp, Gesche wird abgelegt auf Gilsch in der Mitte. Doppelt verteidigt. Flo mit dem Defensiv-Rebound. Und jetzt noch 14 Sekunden Zeit, die Führung auszubauen. Robel mit dem Ballvertrag. 9 Sekunden auf der Uhr. Nimmt nochmal Anlauf, hat die Möglichkeit, nimmt sich den Dreier. Und er ist drin! So, wir haben jetzt gerade hier ein technisches Problem. Das Bild ist weg. Aber falls man den Ton noch hört, dann wird es eine Begleitung nur über Audio. So, jetzt ist alles weg. Okay, 50-45. Wir gehen in das dritte Viertel. Ballbesitz für Bayreuth. Und Sven wieder mit dem Ballvertrag. Von der Mitte weiterhin die Strong Size. Side über Hopp und Schünemann. Ball über die Mitte wird geswingt. Kilsch auf der linken Seite hat die Möglichkeit zum Abschluss über Brett. Zwei sichere Punkte, eine gute Position für Gilsch. Wir schauen kurz auf die Mannschaften. Es hat sich nichts verändert zum vierten Viertel. Robel mit dem Ball. Geht über den Pick. Nochmal der Swing auf Serchan. Hat die Möglichkeit für den Abschluss. Gibt nochmal ab auf Flo Mach. Der Mismatch. Ort macht die nächsten zwei Punkte. Kein einfacher Wurf. Und ganz wichtige zwei Punkte jetzt. Jetzt kommt es drauf an. 9 Minuten. Gesche mit dem Ballvortrag über die rechte Seite. Da gehen Schaffer, Hopp und Gesche. Hopp schon in der Zone, hat die Möglichkeit, legt ihn über Brett ab. Und verwirft. Flo mit dem Defensive Rebound und Ballbesitz für München. Gute Phase. Gut aus oder gut ins vierte Viertel gestartet bisher. Mit guter offensiven und vor allem auch guter defensiven Energie. Jetzt der Ball läuft über Laura, über Robel. Wieder die starke Verteidigung außen wird ausgepickt. Da geht nochmal Anspielstation. Doch nicht. Und das sieht nach auf jeden Fall noch Turnover aus. Und einfacher Layup, den er liegen lässt. München im Ballbesitz. Bringt ihn nach vorne. Wieder der Pass auf die rechte Seite zu Robel. Der geht wieder über den Pick. Gute Möglichkeit für den Abschluss. Ein bisschen zu lang hier über Brett. Und Ball ist bei Bayreuth. Schaffer über die rechte Seite. Geht tief, wird nicht attackiert. Jetzt wird er attackiert, aber schon das Foul in der Zone an Gesche. Ich glaube Robel war es.
Und hier die nächsten Punkte für Bayreuth. 52, 49, 8 Minuten. Wieder der Ballvortrag, wieder über Flo. Es wird schnell gemacht. Hier noch ein bisschen Unterzahlsituation. Viel Gekreuze. Laura über die Mitte hat den Ball. Ja, ein bisschen Unordnung gerade. Keiner weiß recht, wo der Ball hin muss. Sali in der Mitte hat die Möglichkeit für den Layup. Vergibt ihn leider und das Foul hinterher an Schünemann. Und was noch dazu kommt, ist, dass hier Sali rausgepickt wird. Also 5-4-Situation gleich nach dem Einwurf für Bayreuth. Ja, jetzt an der Linie, da ist es vorbei. Jetzt sogar doppelte Überzahl. 5 gegen 3. Ball läuft über Gesche. Ball in die Mitte, Gilch. Hat die Möglichkeit für den Abschluss und vergibt auch den. Also zwei einfache Layups in Folge für Bayreuth, da wo sie die Punkte liegen lassen. Und ja, weiter geht es. Gut 7 Minuten noch. Flo mit dem Ball über die Mitte auf die Seite zu Laura. Es sind alles harte Attacken jetzt. Und der Schiri lässt laufen. Ja, ist gut, ist gut. Jetzt wird er nochmal weit rausgepickt. Grobel mit dem Dreierversuch. Und der ist ein bisschen zu kurz auf jeden Fall. Ja, es ist ein bisschen keine Ruhe mehr da. Okay, scheint so, dass wir wahrscheinlich kein Bild mehr bekommen. Vielleicht ändert sich noch was, aber ich rede einfach mal weiter und gebe fleißig den Spielstand und die Zeit durch. Damit fangen wir am besten wieder an. 52 zu 49 für München. Wir haben 6 Minuten 25 noch zu gehen im vierten Viertel und Einwurf in der gegnerischen Hälfte für München. Einwurf von Laura auf Robel, der sehr weit verteidigt wird. Da kommt der Ball auf Flo, der eine Möglichkeit hat. Der Ball ist ein bisschen zu lang. Steht hier so in einem halben Mismatch, wird aber trotzdem gut verteidigt und immer noch kein einfacher Wurf. Laura wird zurückgepickt und wieder eine Überzahlsituation für Bayreuth. 5-4, jetzt ist er vorbei. Der Ball, arbeitet ein bisschen zu langsam unterwegs. Er kommt der weite Swing auf Hopp, nochmal über die Mitte. Geht schon mit dem Ball, 1 gegen 1 gegen Laura, gibt nochmal ab. Flo dazwischen. Und schafft man mit dem Abschluss, aber Wurfversuch war zu lang. Zeit ist abgelaufen. Aber es war anscheinend. So, ich glaube, Sali bekommt hier noch das Technische. Neben dem normalen Foulpfiff, hier ist noch der Technische hinterher. Also, jetzt die Möglichkeit für Gesche. Jetzt die Möglichkeit für Gesche an der Freiwurflinie den ersten zu verwandeln. Der ist drin. 52:50 nur noch. Auf geht die Wahl. Hey, Power hier! Power hier! Easy Mismatch! Easy Mismatch! Zwei Plätze.
Zweite. Ja! 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 Ja!
Thank you.
62 zu 62. Noch 22,2 Sekunden. Ein wildes Spiel. Super spannend. Eines der spannendsten Spiele überhaupt, glaube ich. Hoffentlich im besten Ende wie war's. So, dann gehen wir in die Verlängerung. 5 Minuten Zuschlag. 62-62, München im Ballbesitz. Und gleich aggressiv über Flo, ist in der Zone. Das sind 2 Punkte, ja. Das ist doch, glaube ich, ein guter Start hier rein. Hier das Foul. Foul von Laura. Ein Wurf an der Seitenlinie. Schüdermann macht das. Thank you.
Gilch mit dem Mismatch. Ah, wieder ein bisschen zu kurz. Hier ist Mismatch gegen Urs. Und der nächste Ballbesitz für München. Bei Vortrag über Flo. Robel macht sich. Ja, wird hier gut attackiert von André. Nochmal über die Mitte, über Laura. Robel sucht sich wieder den Spot unten an der Base, geht in die Zone rein, hat die Möglichkeit. Ah, wird nicht gesehen. Jetzt Urs. Oh, die Zeit läuft ab. Turnover München. Bayreuth im Ballbesitz. Und der Ball läuft wieder über Svenja. Hier kommt der Pick auf der Mitte von Gilch. Oh, da der Steal von Flo. Gutes Anspiel hier jetzt auf André verhindert. Robel mit dem Ballvortrag. Wird nicht richtig gestoppt, aber 5-4-Situation. Oder eine 4-4, ein bisschen größere 4-4-Situation. Flo mit der Möglichkeit. Der fällt wieder raus. Weiter zwei Punkte vor München. Gilch hat den Ball über die Mitte, Schünemann. Möglichkeit für den Dreier. Angetäuscht, aber gut verteidigt. Wieder Gilch im Mismatch. Linke Seite über Urs. Und diesmal fällt er. Ausgleich. Bayreuth. 3:10. Und Flo macht es wieder schnell. Geht 1-2. Hier das Foul von. Von Schaffer, glaube ich. Oder von Gilch. Wie auch immer, Einwurf an der Seitenlinie. Flo auf Laura, wieder zurück auf Flo. Wieder auf Laura. Robel ist auf der rechten Seite, hat wieder die Position. Urs kann ablegen, wird von hinten abgeräumt. Robel hat den Ball. Flo über die Mitte, Möglichkeit. Und die nächsten zwei Punkte. Ganz stark. Noch eine Sekunde war auf der Uhr. Guter Abschluss hier. Und wieder zwei vor München. Jetzt rechte Seite wird attackiert. Und André kommt auf die Position in der Zone. Taucht unten durch. Einfacher Layup. Der verspringt ihn. Kommt nochmal ran. Und dann macht er die nächsten zwei Punkte. Ja, nochmal guter Offensiv-Rebound. Zweiter Schuss. Sich selbst erarbeitet. Und somit wieder Ausgleich. 66-66. Laura mit dem Ball. Über die linke Seite. Und Flo hat wieder die Position, wo er vorhin schon getroffen hat. Und diesmal täuscht er ein paar Mal an und andere macht das Foul hier, Wurffoul. Zwei Freiwürfe für Flo, um wieder in Führung zu gehen. Der erste ist drin, der zweite zu kurz. Und ja, da war ein bisschen ein Abpraller am Stuhl. Und deshalb nochmal München den Ballbesitz. Flo geht 1-1 gegen Schaffer. Die Möglichkeit hier mit dem Foul und macht den Korbleger. Ja, das ist zu einfach. Das ist zu einfach, Chris. Also, was ist denn los? So, 3 vor. Flo wieder an der Linie. Macht auch den Freiwurf rein. 4 vor München. Hier gilt schon Wurfposition. André kommt wieder unter den Korb. Zu einfach in die Zone. Dreht sich einmal, nimmt den Ball an. Einfacher Korbleger. Und da sind es wieder nur 2. Es bleibt sehr, sehr spannend. Robel täuscht den Pass an, wird nochmal hochverteidigt von Hopp. Jetzt die Möglichkeit vielleicht für den Dreier. Nee, immer noch hochverteidigt. Nochmal geht der Pick. Sergian mit dem Abschluss und der ist drin.
die nächsten zwei Punkte. Tja. Sagt das Herz schon immer, der Flow muss stimmen. Andere wieder gute Position hier mit dem Foul, aber der Ball fällt wieder raus, deshalb nur zwei Freiwürfe. Aber Hopp kommt immer wieder auf die Position rund um den Korb innerhalb der Zone. Das geht dann oft ein bisschen zu einfach und zu schnell. So, Hopp an der Linie. Der erste ist drin. Und auch der zweite ist drin. München wieder nur mit zwei vor. Im Ballbesitz, wir haben 1:20, ja. Ähnlich spannend wie das Ende des letzten Viertels. So geht es jetzt hier auch einfach weiter. Riskanter Pass, aber kommt an. Nochmal über Laura, täuscht an. Wieder auf Robel, der wieder sehr hoch verteidigt wird. Sercan hier mit der Möglichkeit, die Zeit. 4, 3, 2, Urs. Der ist ein bisschen zu lang. Und beide sitzt Bayreuth. Ah, gut verteidigt. Ganz schwieriger Abschluss dann am Ende für Urs. Und Laura liegt ja noch am Boden. Ja, hau alles rein. So, wir haben die letzte Minute unterschritten. Svenne über die Mitte. Rechte Seite. Oh, da kommt Gesche sehr einfach unter den Korb. Aber lässt den einfachen Korbleger liegen. Jetzt München der Ballbesitz über Urs. Robel macht es schnell ab ins Vorfeld. Und jetzt Tempo rausnehmen. Wird wieder hoch attackiert. Gesche wird weggepickt. Jetzt hier Überzahlsituation. Flo geht ins Mismatch. Hat hier die Möglichkeit zu werfen. Dreht sich nochmal ab. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Und hier wieder. Ganz schwieriger Wurf. 2 Sekunden. Das sind die letzten 10 Sekunden. Bayreuth der Ball über Gesche. Jetzt André hat die Möglichkeit, aber der ist zu kurz. Der ist zu kurz. Robel hat den Ball gesichert und der RBB München gewinnt dieses erste Heimspiel. Ja, ciao. Ja, das war doch mal was. Ja, das war doch mal was. Spannender hätte es nicht laufen können und am Ende sind es 2 Punkte. Die den Unterschied machen. München gewinnt ihr erstes Heimspiel und auch das wichtige Spiel hier, um erstmal den zweiten Platz zu sichern. Für Münchner ist jetzt erstmal Pause, glaube ich, im November. Stehen keine Spiele an und weiter geht es dann am 3.12. auch zu Hause. Da kommt Tirol und für Bayreuth geht es ebenfalls am 3.12. weiter. Sie spielen zu Hause gegen Ulm. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.